Katharina Witt in diesen Tagen. So kennt man das ewige Glamour Girl. Die erfolgreiche Geschäftsfrau. Spannende Frage, wie tickt eine wie sie? Aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt, kam sie schon früh zum Leistungssport. Wurde vom Staat ausgezeichnet und zu dem Aushängeschild im DDR-Sport. Ihr ging es dabei in erster Linie immer nur um das eine. Alles, was ich wollte, war Schlittschuhlaufen und ich wollte die Beste werden. Und als ich dann die Beste war, wollte ich das für viele Jahre bleiben. Runter die Arme, runter die Arme und den Auslauf schön rausgenommen. Den Kopf raus, raus, hopp. Na? Gut, nochmal gleich. Schon mit 5 hatte Klein Kathi die Eishalle im Küchwald für sich entdeckt. Mit 12 kommt die Sportschülerin zu einer neuen Trainerin, Jutta Müller. Es entsteht eine außergewöhnliche Zweierbeziehung. Hin und wieder wird er auch mal gebrüllt. Ja, das ist wirklich die einzige Person sozusagen, die einzige Frau, der einzige Mensch, der wirklich laut werden durfte. Aber du hattest natürlich als Eisläufer auch mal einen Trick, wenn du gedacht hast, weil Frau Müller war früher immer, stand sie an der Seite, an der Bande. Also sie hatte keine Schlittschuhe an. Also wenn ich sie jetzt auch mal nichts von ihr wissen wollte, bin ich einfach in irgendeiner anderen Ecke geblieben. Keiner wird als Eisprinzessin geboren. Und der Leistungssport ist ein ziemlich hartes Geschäft. Katharina erinnert sich, sie sei oft müde und kaputt gewesen, auch wären Fortschritte manchmal ausgeblieben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal als kleines Kind gedacht habe, wie wäre das denn jetzt, wenn du das Eis nicht hättest? Habe ich gedacht, nee, das wäre jetzt auch komisch und wieso hast du überhaupt so einen blöden Gedanken? Und das war ganz normal Schule, Training oder Training, Schule oder dann später nur noch Training. Hilfreich auf dem Weg nach oben ist ein möglichst abwechslungsreiches Trainingsprogramm. Viel mehr lockt aber die Aussicht auf Reisen zu großen Wettkämpfen. 1979 fährt sie erstmals zu einer Europameisterschaft. 1982 die ersten Medaillen in Lyon und Kopenhagen. Ich bin ja nirgendwo hingereist, um mir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Aber das war natürlich eine Form von Privileg, weil das war wiederum eine Art Motivation für mich. Mensch, du kriegst mal ein anderes Land zu sehen. Und das war im Grunde genommen auch oft die Motivation, nicht irgendwie ein Star zu werden oder Haufen Geld zu verdienen oder irgendwann mal dir ein Haus oder ein dickes Auto. Längst zählt Katharina Witt zur High Society, hat eine eigene Stiftung, sie modelt und moderiert. Präsentiert Schmuckkollektionen und zuletzt die Münchner Olympia-Bewerbung. 1998 zieht sie für den Playboy blank. Die Ausgabe weltweit ausverkauft. Das hatte vor ihr nur Marilyn Monroe geschafft. Aber Grundlage für all das die einstige Schinderei und deren Konsequenz, ihre Olympiasiege. Der von 1984 und vor allem die Titelverteidigung 4 Jahre später in Kanada. Und es ist geschehen. Katharina Witt hat die Goldmedaille. Katharina, wir küren dich. Du hast es auch in Calgary geschafft. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit und eine Art Dankeschön auch an die Werktätigen der damaligen DDR, dass man natürlich mit dem Sieg heimkommen wollte und zeigen wollte, dass das Geld ist nicht umsonst ausgegeben. Wir haben auch wirklich dafür trainiert. Bei diesem Thema gehen die Meinungen weit auseinander. Für die einen war es viel zu nah an einem System, das sich in erster Linie durch die Erfolge seiner Sportler definierte. Für die anderen war der DDR-Leistungssport ohne die großzügige Unterstützung von Honecker und Co. in dieser Form undenkbar. Die habe ich genauso gesehen, wie heute jemand eingeladen wird ins Weiße Haus bei den Amerikanern nach einer großartigen Leistung, dass die olympische Mannschaft eingeladen wird oder hier zum Bundespräsidenten oder zur Frau Merkel oder früher zum Herrn Kohl. Am Donnerstag wird die Eiskönigin 50. Vor 7 Jahren hatte sie sich mit einer letzten Tournee endgültig vom Eis verabschiedet. Heute nutzt sie die Schlittschuhe ausschließlich zu ihrem Privatvergnügen. Spätfolgen ihrer 35-jährigen Karriere kann sie nicht feststellen. Aber Ich merke eigentlich eher, seitdem ich weniger Sport mache, dass dann jetzt so ein bisschen die Zipperleins kommen. Da will ich jetzt wieder ein bisschen dran arbeiten. Also ich habe jetzt auch die Volkskrankheit und bin eine normale Frau wie alle anderen auch. Und keine Diva, denn dafür steckte immer zu viel Kathi in ihr.